Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Abschnitt in F1 2020. Ja, wir werden heute eine Fahrerkarriere fahren und zwar nur 10 Rennen, das ist ja klar. Mein Team habe ich abgeschlossen, werden wir in F1 2021, weil es am 16.07. erscheint, nicht fahren. Liegt einfach daran, dass wir eine Koop-Karriere starten, da der neue Modus kommt. Und ich habe schon den Zucramatis angehauen, einer meiner Abonnenten, und den kennt ihr natürlich aus GTA und Golf-Fans und Dead by Daylight und. Da ich mit ihm gerne einfach mal was zusammenfahren würde und das ja in den Ligen so nicht geklappt hat, das klappt, letzte Liga hat ja auch bei mir einfach zeitlich nicht geklappt, wie du das sagst, liegt an meinem Beruf, da ich ca. 10 bis 11 Stunden arbeite, morgen sogar 13 Stunden, also beziehungsweise heute sogar, ich bin eigentlich jetzt auf Arbeit, wenn die Folge rauskommt, schaffe ich es einfach unter der Woche nicht mehr. Die Sonstliga bleibt weiterhin unangetastet, aber die unter der Woche ist einfach nicht mehr möglich. Gut, okay, gehen wir rein in die Fahrerkarriere und ja, ich bin mal gespannt. Los geht's. Wir nehmen uns unseren eigenen Charakter. Durch die Formel 1. Bevor sie auf dem höchsten Niveau antreten, fahren viele Rennfahrer erst in der Formel 2. Auf diesem Bildschirm kannst du eins von mehreren Formel 2-Erlebnissen auswählen. Die erste Option bietet dir eine Reihe von kurzen Szenarios. Die kurze Saison besteht aus einer verkürzten Form eines Formel-2-Kalenders mit einem Rennen pro Wochenende. Die komplette Saison enthält jede Runde mit jeweils einem Haupt- und einem Sprintrennen. Und zuletzt gibt es noch die Möglichkeit, direkt mit der Formel 1 anzufangen. Und genau das werden wir tun. Los geht's. Rein in die neue F1-Saison. Ja, und jetzt haben wir die große Wahl der Qual. Fall der Wahl. Entschuldigung. Mit welchem Team wir eigentlich anfangen wollen? Und hier, da gibt es einige, haben wir schon besetzt oder beziehungsweise mal gefahren. Racing Point, Ferrari haben wir schon sehr lange gefahren. In F1 2018, genauso wie Racing Point, glaube ich, auch. Wenn ich richtig im Kopf habe, aber 2017, glaube ich, haben wir die gefahren. McLaren haben wir, glaube ich, auch in 2019 gefahren. Renault haben wir 2019 gefahren. Alfa Tauri haben wir noch gar nicht gefahren. Das behalte ich mir aber vor. Erkläre ich gleich, was das Sache ist. Haas haben wir auch tatsächlich noch gar nicht gefahren. Also bleibt eigentlich momentan Alfa Tauri Haas. Ja, Alfa Romeo haben wir in F1 2017 gefahren damals. Also damals unter dem Namen Sauber. Williams haben wir in F1 2019, glaube ich, in der ersten Saison gefahren unter dem Namen Rocket Williams. Ja. Gut, genau so ist es. Also bleiben uns tatsächlich insgesamt nur zwei Teams übrig, die wir nehmen werden. Naja, sagen wir mal drei eigentlich. Und zwar, ja, Alpha Tauri, das Haas-Team und Mercedes. Mercedes habe ich nur kurz mal 4 Rennen gefahren, das weiß ich auf jeden Fall. Es war, zumindest in meiner YouTube-Karriere habe ich glaube ich, wenigstens nur ganz kurz, die Mercedes-Team, glaube ich, nur komplett mal ganz kurz gefahren, diese 4 Rennen. Damit kam ich mit dem Auto nicht klar. Hoffe mal, dass es jetzt was besser ist. Alpha Tauri werde ich tatsächlich mit dem Zucramato zusammen dann in der Koop-Karriere fahren, deswegen behalten wir das vor. Und da wir auch noch nicht genau wissen, in der anderen Liga, mit welchem Team ich anfangen werde und Alpha Tauri unter anderem auf der Liste steht, möchte ich es nicht in der Karriere nehmen. Aus genau diesen zwei Gründen. Das heißt, es bleibt mit der Haas oder Mercedes und ich habe mich tatsächlich entschieden, weil es tatsächlich das erste F1 ist, wo ich wahrscheinlich kein Weltmeister werden könnte. Und mit dem Karriere haben wir es ja nicht geschafft. Da sind wir jetzt nochmal auf Platz 4 gelandet. Oder 5, wie auch immer. Und deswegen nehme ich heute das Mercedes-Team. Los geht's. So, wir werden als Teamkollege nicht Valtteri Bottas nehmen, den nehme ich tatsächlich raus, denn mein neuer Teamkollege ist Lewis Hamilton und damit versuchen wir, so viele Punkte wie möglich rauszuholen. Los geht's. So, wir werden eine kurze Karriere fahren mit insgesamt, Hilfe, das war zu schnell, mit insgesamt 10 Rennen und ja, schauen wir mal, wen wir dazu reinnehmen. Wir nehmen erstmal Australien rein, auf alle Fälle. Vietnam kann man raus, China kann man raus, Niederlande nehmen wir raus, Spanien kann ich reinnehmen, Kanada nehme ich rein, Österreich nehme ich rein, Ungarn nehme ich auf alle Fälle rein, Japan nehme ich raus, Brasilien nehme ich rein, Abu Dhabi nehme ich raus. Wie haben wir denn insgesamt 10 Rennen? Ah, wir passen 10 Rennen. Was haben wir denn momentan für den Kanada? Australien, Bahrain, Spanien, Kanada, Rennen Nummer 4. Ja, habe ich schon mal vertan, ne? Österreich, Großbritannien, ja, warte mal. Nee, doch nicht. Ja, Großbritannien wieder rein, okay. Frankreich raus, lassen wir raus. Ich mag die Strecke sowieso nicht, also von der Führung her. Russland, genau, Russland nehmen wir raus. Dann nehmen wir Spanien dafür raus, genau, dann geht es weiter nach Kanada. Ja, dann passt das so.
Australien, Bahrain, Kanada, Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien, Italien und dann geht es weiter mit Russland und im Finale in Brasilien. So, dann mal kurz meine Einstellung. Ich mache kurz ein kurzes Qualifying, das ist klar. Anführungsrunde raus, 25% drin. Ich wähle nicht die KI auf 20, das wäre mir dann doch zu einfach, nämlich wieder auch auf 85. Warte. 85er KI, so. Also Schaden komplett. Safety Car an, auf jeden Fall. Das nehmen wir auf streng. Rennbeginn unterstützt. Ne. Manuell, Reifentemperatur, Fahrradtransfers, das machen wir an. Die Fahrhilfen. Und zwar das Getriebe auf Automatik, das lasse ich erstmal noch ein bisschen drin. Traktionskontrolle auf Mittel, alle Assistenten, Boxenstopp, Posten auf Freigabe, DRS-Hilfe, ERS-Hilfe und die Benzinhilfe nehme ich komplett mal raus. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles so drin, wie ich das möchte. Ja, dann geht's weiter. So, quasi. Ich muss mal an. 25%. Jo, das passt so. Okay, gehen wir rein. Ja, da sind wir im Team Hopcourt hier. Wir sind jetzt rüber gehüpft, eben noch kurz nach Australien mal ein bisschen. Ich muss mal gucken, wie wir es heute mit dem freien Training heute schaffen. Also, Entschuldigung, dass ich kurz was getrunken habe. Ist immer mal so ein bisschen. Also, Bonusleistung. Hier siehst du deinen Bonusfonds. Dabei handelt es sich um Vertragsverhandlungen ausgehandeltes Geld, das dein Grundgehalt übersteigt. Du kannst es jederzeit verwenden und bindest im Bereich Verträge unter Firma. Das hier sind deine Ressourcenpunkte. Damit kannst du deinem Team helfen, das Auto zu verbessern. Du kannst sie jederzeit bei F&E verwenden als Forschung und Entwicklung. Das ist eine Anerkennung als Fahrer, wenn sie wegsteigt auf den Wert als Fahrer. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Teams werden interessiert sein. Wenn ein Team ein Fahrer mit viel Anerkennung unter Vertrag hat, kann es mehr Geld verdienen, was bessere Einrichtungen möglich macht. So, da sind wir endlich im Auto und ja, gut. Jetzt endlich ist es richtig, weil ich habe es eigentlich schon mal aktiviert gehabt und hatte damit ausgesehen, hatte sich gelesen, dass es heißt Teamkollege wählen, sondern habe gedacht, okay, Fahrer ersetzen, habe den Bottas rausgeschmissen. Jetzt ist es richtig, jetzt ist Lewis Hamilton unser Teamkollege und das ist genau das, was ich eigentlich auch vorhatte. So, hallo Kevin, willkommen im Team. Mit dir und los ist das sicher eine fantastische Saison. Meine Tür ist immer offen, falls du irgendwas brauchst. Beste Grüße, Toto Wolf, CEO und Teamleiter. So, gucken wir mal rein in die Einrichtung. Das ist ziemlich viel entwickelt. Ressourcenpunkte pro Woche. Wir haben ein bisschen was da. Kohle haben wir ja keine. Oder können wir da oben schon irgendwas reinhauen? Aha, haben wir noch keine. Doch, wir haben 2700 Ressourcenpunkte. Eigentlich haben wir ja ein bisschen was Ach so, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt aktuell so entwickeln können. Cool. Verträge laufen momentan. Da sind wir und da ist unser Teamkollege. Marktwert 2 Millionen. Klar sind wir momentan relativ neu. Ja. Rang ist ja klar. Okay. Noch nicht viel infiziert. So, Fahrzeug brauchen wir entwickeln. F&E Baum können wir entwickeln. Antrieb. So. Die Kurbelwelle. Racing Point ist schneller als wir, was das Antrieb betrifft. Okay. So. Ach komm, wir hauen den Antrieb mal raus. Wenn wir dann machen wir mal einen schnellen Antrieb. Bam! Rein damit. Die neue Kurbelwelle muss rein ins Team. Ins Auto. So, ja. Kalender, glaube ich, brauche ich nicht so viel. Passiert jetzt eh nur momentan relativ viel. 12. März geht es ja offiziell jetzt los. Wir hatten ein gravierendes Problem in der Herstellung. Ach, natürlich. 45%. Das ganze Entwicklungspaket für dieses Wochenende ist fehlgeschlagen. Die Details kannst du dir auf dem F&E-Bildschirm ansehen. Gehen wir mal erstmal das Auto der Welt präsentieren. Hier ist sogar mein Auto. Jo, da steht mein Auto. Mit der Startnummer 87, die wir auch in der Mannteam-Karriere gefahren haben, werden wir sie natürlich auch in der Fahrerkarriere fahren.
Es sollte sich eigentlich nicht ändern und bleibt auch so offen stehen. So, eine Sekunde, dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, bis der sich hier irgendwas mal zurechtgeladen hat. Da ist es. So, ja, Saisonziele. Wir sind zuversichtlich, dass das Fahrzeug zu Beginn der Saison wettkampffähig sein wird. Da erwarten wir von dir, dass du ganz, ganz vorne mitfährst. So, ich schätze, das Fahrzeug ordentlich weiterentwickelt, damit wir sofort gegenüber den Verfolgern beibehalten können. So, ich guck mal gerade, ich hoffe, irgendwo war nämlich jetzt wieder was nicht in Ordnung, weil da ist doch irgendwas fehlgeschlagen. Genau, der Antrieb ist fehlgeschlagen. Das heißt, wir müssen noch mal rein. Und das werden wir dann auch jetzt tun. So. Gut. Dann gehen wir gleich ans freie Training rein. So, Reifenauswahl. Ich werde natürlich wieder die ausgewogene Variante diesmal nehmen. Und dann gehen wir rein in unser erstes von 10 Saisonrennen. Und damit herzlich willkommen in Australien mit dem ersten freien Training an diesem Freitag. So, er lädt wieder fleißig vor sich hin. Ja, übrigens am Sonntag geht's dann auch endlich los in die neue Saison. Die MSF startet in Saison Nummer 7 und da bin ich gespannt, wo wir starten. So, aber Tutorials Verfügung brauchen wir gerade nicht. Oh, Wettervorhersage, es bleibt sogar trocken, das ist immer gut. Das ist immer gut. Gut. Und schauen wir rein ins erste freie Training der neuen Saison. Dauert wieder einen kleinen Moment. Also diese Ladezeit, ich hoffe, dass die in FN 2021 besser wird. Oh. Das war's von der Technikabteilung. Wir haben zwar bei FP1 noch viel zu tun, aber Will Buxton wollte noch ein kurzes Interview mit dir, bevor es auf die Strecke geht. Ja, du, mach dir keinen Kopf. Will ist okay. Er ist da drüben. Diese Medienauftritte solltest du wirklich nicht unterschätzen. Sie helfen dir dabei, deinen Ruf als Fahrer aufzubauen. Und wenn das Team hört, dass du es lobst, kann es richtig motivierend sein. Will, wie versprochen. Sorry fürs Warten. Kein Problem, Karl. Macht mir nichts aus. Allerdings müssen wir in 5 Minuten für FP1 auf der Strecke sein. Du hättest also höchstens ein paar Minuten. Reicht dir das? Das sollte reichen. Wir sind startklar. Gut, los geht's. Mittlerweile sehen wir in der Formel 1 jedes Jahr neue Gesichter. Aber dieses Jahr haben wir einen Neuzugang, der etwas mehr Interesse wecken könnte als sonst. Das liegt daran, dass er von Kartrennen bis zur Formel 2 eine durchgehend erfolgreiche Karriere bestritten hat. Aber es dennoch nie so ganz auf unseren Radar geschafft hat. Aber diese Zeiten sind vorbei, denn das hier ist die Formel 1. Und Millionen von Zuschauern weltweit analysieren alles, was ein Fahrer auf und abseits der Strecke macht. Höchste Zeit also, diesen Star besser kennenzulernen. Verraten Sie uns doch ein wenig über sich selbst. Was macht es für Sie so aufregend, in der Formel 1 zu sein? War was so? Nach Ihrer erfolgreichen Nachwuchskarriere gab es bestimmt viele Interessenten. Warum haben Sie sich für Ihr jetziges Team entschieden? Was für Erwartungen stellen Sie an diese Saison? Sind Sie nur auf Punkte aus oder glauben Sie, Sie haben eine Chance auf den Titel? So, einfach mal kurz knallhart mal ehrgeizig reingehen. Also viel Glück. So, das ist first race of the season is always quite difficult for us trackside and for those back at the factory as well, as it's the first time the car has run since winter testing. The more consistent mileage you can get in these sessions, the happier we'll be. Genau so ist es, und damit nochmal ein herzliches Willkommen hier im Auto. Wir sind das erste Mal heute im Auto und dürfen schon rein. Also Australien dweilen, fahren wir mal raus, gucken wir, dass wir mal ein Gefühl für die Karre kriegen. Ich bin im Mercedes noch gar nicht gefahren bisher und mal gucken, wie er sich bewegt, wie er
wer macht, wer tut. Wir gehen als erstes mal hart auf die Strecke, okay? Ich muss jetzt mal ein bisschen testen, auf dem das Auto testen. Ich glaube, so mega Wunderdinger müssen wir noch nicht groß erwarten, aber wir schauen einfach mal. Die hatten, ja, das ist die harte Mischung, die ist noch nicht ganz sauber. Ja, unser Ziel ist es, so gut wie möglich irgendwie abzuschneiden, gutes Ergebnis rauszuholen, und ich denke mal, die harte Mischung wird definitiv keine Option sein fürs Rennen am Sonntag. Oh. Ja, das ist genau das, was ich meine. Ich habe nämlich die auf String gestellt, dieses Corner Cutting. Die Frage ist, ob die jetzt uns in die Runde zählt oder ob die sagen, nee, gar nicht. Ob die Runde zählt, okay. So, erst mal auf der Strecke. Bisschen was mitnehmen. Ja, das haben wir da auch nicht durchgekommen. Ich denke mir, da mega viel brauchen wir gar nicht zu erwarten hier auf dieser Strecke. Also jetzt mal auf Tag, mal gucken, was möglich ist. Klar, besser dem Sektor 1, aber das liegt auch daran, dass wir momentan das einzige Auto auf der Strecke sind. Das war wohl noch im Rahmen. So, erste Bestzeit der neuen Saison haben wir schon mal gefahren. Also, was heißt die erste Bestzeit? Wir haben natürlich nur 27,3 auf komplett hart. Ich teste jetzt gerade nur so ein bisschen aus auch. Bestzeit Sektor 1. Unterboten, da sind wir aber nicht gut durchgekommen eben. Ja, ein bisschen mit, putzi. Leichtes Anlecken an der Wand, aber das sollte nicht dramatisch sein. Ja, hier nehmen wir ein bisschen Vorsprung jetzt mit, das könnte man nochmal deutlichen. Obwohl der zweite Sektor nicht gut war. Ja, wieder beim Rausbeschleunigen hier. Wir weit bei 27,0. We're low on
fuel. Box in the next 2 laps, please. Ja, es wird definitiv keine Wunderdinge erwartet hier. Vor allem nicht auf den harten. Oder vielleicht ist es auch so schnell, dass es funktioniert. Perez ist erstmal hinter uns im pinken Alpha Tauri. Aufpassen, kein... Ich habe mir mehrmals gut gefangen. Also noch ist es ein bisschen sehr nervös, das Auto. Da haben wir natürlich sehr viel Zeit verloren. Eine halbe Sekunde fast liegen gelassen. Ja, jetzt ist es komplett futsch. Ich hatte über 0,6 Sekunden Vorsprung. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, wir fahren die eine Runde noch zu Ende. Die nehmen wir nochmal mit. Also Perez auf Medium ist schon mal hinter uns. Ocon ebenfalls hinter uns. Ja, das könnte eine neue Zeit werden. Oder kriegen wir sie doch noch gedrückt irgendwie minimal? Ja, bitte noch mal eine neue. Doch noch mal irgendwie gerade eine neue Bestzeit rein. Also das Heck ist übelst nervös gewesen. Zwei, dreimal wirklich böse Querstärke. Und damit sind wir durch. Ocon hat sich jetzt verbessert. Also wir sind. Na gut, Lewis auf Medium. Über eine Sekunde dahinter. Ocon zeitgleich, also das ist klar. Lewis vorne weg. Dann die Ferrari, dann Sainz, Ocon und dann erst wir auf 7. Aber ich glaube, der 1 erst nur auf Harten im Vettel halt. Und auf Vettel sind wir 0,4 Sekunden dran. Also wir müssen nur einen kleinen Sprung machen. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Da ist möglich, weil aber wieder das Auto sehr nervös war. Gucken wir mal. Und wenn es ist dann erstmal zumindest Platz 8 zum Auftakt. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Verstappen und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, aber da ist möglich, ist noch ein bisschen was drin, also der Sprung nach vorne ist zumindest dran noch. So, Runde Training Nummer 2, FP2, da wollen wir natürlich jetzt auch nochmal einen Sprung machen. So, gehen wir rein. Und weiter geht's mit Training Nummer 2 an diesem Freitag. So, da sind wir wieder an der Strecke zurück. Nee, kann ich nicht, glaube ich, nicht im Dings machen, ne? Nee, kann ich nicht im Bildschirm machen. Gut, gehen wir rein. Auf die Strecke zurück. Let's get a few laps under our belt. Mal gucken, wie sich die... wie sich die Mediums verhalten, die ja dann im Rennen tatsächlich die Option werden am Sonntag. Das werdet ihr natürlich wie immer gehabt. Freitag frei Training, Samstag... Qualifying Sonntag das Rennen. Jetzt werdet ihr alles so wie gehabt aus der MyTeam-Karriere kennen. So, oh, auf jeden Fall. Schauen wir mal rein, ob was kann. Sonne steht schon ein bisschen auf der Strecke. Also und wie gesagt, nach wie vor. Es erwartet von mir heute keine, dieses Rennen, kein Wochenende, keine Wunderdinge. Es geht auch in erster Linie auch ein bisschen darum, das Auto kennenzulernen, ein bisschen zu schauen, was geht. Ich finde den Mercedes vom Fahren her ein bisschen sehr nervös, was das Heck betrifft. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es irgendwann hin.
Ja, nächste Woche geht's noch mal rein und dann geht's dann rüber nach Kanada. Ja, das ist ja wirklich nur eine verkürzte Saison. Das ist ja nur eine 10-Rennen-Saison. Also seht es mir bitte nach, dass wir nicht allzu viel Zeit haben. Also es geht um einen guten Saisonauftakt, ne? Das ist es halt. Wir müssen einen guten Saisonauftakt hinbekommen, weil sonst kann dieser Meisterschaftszug was ganz, ganz, ganz schnell abgefahren werden. Und mein Ziel ist es halt, hier irgendwann am Ende der Saison Weltmeister zu werden. Mal gucken. Wie gesagt, alles ist möglich. So, auf geht's. Also 27.3 sind wir eben gefahren, 27.0 sind wir gefahren. 25.8 sollte mit Medium zu schlagen sein, vielleicht sogar niedriger. Rückstand auf Lewis waren 1,2 Sekunden bei der härteren Mischung. Ja, ich habe das Gefühl, dass der immer mit dem Heck wieder ein bisschen kommen will. Ich muss das Heck ein bisschen anders umgeschnitten bekommen. Mal gucken, zweiten Sektor ist auch klar, aber mal gucken, was kriegen wir hier? 25,7 mit ein bisschen Glück muss hingebogen werden, um eine realistische Chance zu haben, um vorne zu sein. Ja, das vergiss es. Die Runde, die Kurve war scheiße angefahren. ...24.9. Das ist der erste Schusszeit. Was haben wir denn da vorne für ein Auto? Oh ja, das war mein Frontflügel. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Das war mein Frontflügel. Da bin ich ein bisschen zu weit raus. Scheiße. Ja, da bin ich der Sache her. Das Auto ist ein bisschen nervös und bin ich ein bisschen zu sehr drüber geräubert. Na, egal, mal gucken. Aber man konnte zumindest hatten wir mal schon mal die große Chance, eine Zeit zu setzen, die relativ ordentlich ist. Mit dieser 24.9, ich glaube, da ist der Lewis eben nicht rangekommen. Scheinbar funktioniert das Auto auf den harten Mist. Also, zumindest die Auszeit. Das kann alles so sein. Vielleicht haben wir doch eine reale Chance, wenn wir auf denselben Reifen unterwegs sind. Gut, Vettel hat es eben geschlagen. 0,4 Sekunden. Aber wie gesagt, ebenfalls auf hart. Und scheinbar tun mir die harten nicht gut. Aber gucken, alles ist möglich. Wir werden es sehen, spätestens am Sonntag. Oder, ja, vielleicht sind wir schon morgen im Trend, wenn im Qualifying. Einfach so setze ich noch, wenn ich jetzt nochmal eine Möglichkeit habe mit dem nochmal einen gelben Satz habe. Ich muss den Satz nämlich nochmal einen neuen Satz anbrechen, damit die Reifen ja durch sind. War auch meine eigene Schuld, also da suche ich auch niemandem eine andere Schuld. So, und mal vorne an die Box, nicht immer nur hinten durch, sondern auch mal als erstes vorne an die Box. Der Frontflügel natürlich, der tut weh. Ja, vergiss es. Dann können wir eigentlich schon abbrechen hier. Weil ich habe keinen Satz, kein Medium-Satz mehr. Ich müsste den angefahrenen Satz nehmen.
Ja, alles gut. Machen wir so. Machen wir heute einfach nur eine kurze Folge. So kann ich ein bisschen schmaler machen. Weil ich habe auch nur eine gewisse Zeit, wo ich die Folgen hochladen kann. So, Pierre Gasly, Lando Norris, hinter uns eine halbe Sekunde. Was macht Lewis? Max haut mit Soft zurück. Der bügelt uns aber auch nur minimal. Also klar, momentan aber, das macht mir gerade schon sehr, sehr viel Hoffnung. Die fahren nämlich alle auf Soft und wir sind momentan mit dem Medium. Scheinbar schon funktioniert die Medium noch manchmal besser als die harten. Alles in Ordnung. Lewis Hamilton, erster vorne, jetzt sind wir aber mit dabei in der Geschichte. Auf einmal sind wir mit dabei. Klar, wir mussten halt nach dem Unfall den Medium abstellen. Das war nur der eine Versuch. So. Oh, der Helm sieht nice aus da rechts. Den könnte man ein bisschen umbauen. Aber wie gesagt. Und da jetzt alle Dritter. Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Hamilton, Verstappen und Richards. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gut. Gehen wir rein dann in die letzte Session für heute. Das ist nämlich das dritte freie Training. Eigentlich wollte ich es anders ein bisschen geschnitten haben. Möchte die ersten beiden freien Trainings und dann das dritte freie Training und das Qualifying am Samstag. Wo dann quasi irgendwann wieder tauschen, den Rücktausch machen. Aber machen wir jetzt komplett in einem Rutsch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt bei etwas mehr als einer halben Stunde, was die Folgen betrifft. Ich glaube, bis 45 Minuten kann ich gehen. Das heißt, wir werden das dritte freie Training auf jeden Fall noch reinkriegen. Und dann passt das auch. Los geht's. Dritte freie Training. Wir sind auf jeden Fall noch ein bisschen mit in der Geschichte dabei. Das erste, scheinbar, wie gesagt, scheinen die hart gewesen zu sein, die einfach nicht unsere Reifen sind für das Rennen. Das ist auch ganz klar. Das werden wir auch nicht tun. So, na gut, gehen wir raus auf die Strecke. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. So, auch hier wieder auf die Strecke. Wir müssen halt, mal gucken, wie entwickelt sich das Auto auf frischer Strecke mit den jeweiligen Satzreifen. Die harten finde ich, habe ich schon gesagt und habe ich ausgetestet. Null Optionen. Die Medium funktionieren schon mal eine Ecke besser. Jetzt war die große Frage, was funktioniert, was ist mit den Soft? Wie funktionieren die? Wie funktionieren die Wets? Wenn es sich regnen wird, brauchen wir auch keine Regenreifen rauszusuchen. So, ich nehme erstmal, ich spare mir gerade mal das Medium. Ich gebe jetzt schon ein bisschen Gas, um mal einfach ein bisschen auszuprobieren. Ja, können wir diesen Auftakt hier gewinnen und uns die volle Punktzahl holen? Das Ziel ist es natürlich, wie gesagt, Weltmeister der Saison zu werden. Es sind dann noch 9 Rennen nach diesem Rennwochen. Es sind jetzt insgesamt 10. Nächste Woche Bahrain, dann Kanada. Und dann geht es irgendwann schon nach Österreich, Großbritannien, Belgien, Italien. Russland oder das große, und dann kommt Ungarn noch irgendwann, und dann gibt es ins letzte viele Rennen. Das endet dann nämlich in Brasilien dieses Mal und nicht in Abu Dhabi. Die Abu Dhabi habe ich rausgeschmissen. Wie gesagt, wir brauchen nur eine kurze Saison fahren mit 10 Rennen. Das neue Spiel, was ist We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ja, ein bisschen, manchmal ein bisschen sehr rabiat. Aber ich muss jetzt auch mal testen, was das Auto am Limit kann. Ah, da hat's mir die Rundenzeit gekettelt. Das ist halt also so ein Problem. Mit den Track Limits, ne? Da ist es ja. Wenn wir auf jeden Fall, wir fahren diesmal auch streng und wir fahren nicht auf regulär.
Auf reguläres Gepasse, auf streng funktioniert das Ganze nicht mehr. Da bin ich ein bisschen sehr weit rausgekommen und dann auf einmal sind wir ein bisschen in die Strecke gekommen und dann wird diese Runde gecancelt. Das heißt, ich fahre das Auto jetzt zurück langsam und versuche dann nochmal, setze dann nochmal neu an. Und das ist genau das Problem. Das kann im Qualifying auch passieren. Das ist ärgerlich gewesen, gerade. Ja, ich weiß, es wird jetzt mal gerade gelb wegen mir geschwenkt, weil ich jetzt gerade nicht auf der Ideallinie schleiche. Scheiße, ich muss nochmal aufpassen. Und wenn das in der letzten Runde passiert, ist nämlich die nächste Runde auch direkt mit Futsch. Also, ich fahre jetzt tatsächlich so ein bisschen wie Liga-Einstellungen, nämlich mit Strenge. So, probieren wir es halt nochmal. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir nämlich ein Auto vor uns. Jetzt können wir gucken, was ist das? Ist ein Haas. Magnussen. Der vorne liegt. Vor uns. Ich hatte jetzt ein bisschen mitnehmen muss. Wir müssen mitnehmen kommen. Hier sind wir nicht ganz weit rausgekommen. Ich muss jetzt aufpassen. Mal kriegen, dass wir mitnehmen können mit dem Soft. Auch hier musst du ein bisschen aufpassen. Das kann natürlich auch ganz, ganz schnell anders aussehen. Weil die hat auch schon einige geholt. Dann die Quer, mit der ersten schönen Runde. Und wieder eine Runde gecancelt. 26. Ach, von Danny Quiert und wir kriegen die Runde nicht mehr zu Ende. Weil es halt mit den Track Limits nicht passt. ...26.2 wäre es übrigens gewesen und das trotz der langsamen Fahrt zwischendurch. Also vergiss es. Wir kriegen keine Runde hin. Das ist jetzt schon die dritte Runde in Folge, die uns weggenommen wird. Weil wir zu weit rauskommen und das ist das Problem. Ein Satz komplett weg. Jetzt müssen wir den Haas wieder ziehen lassen und. You're nearly out of fuel, almost out of fuel. Ja, wir müssen abbrechen, liebe Leute hier. Ohne Zeit momentan im dritten freien Training. Alexander Albon 25,6. Das sind wahrscheinlich Zeiten, die wir knacken könnten, aber nicht dürfen. Ich habe einen kompletten Satz weggehauen, gerade der wegen diesen Track Limits, aber das ist genau das der Reiz daran. Das ist, genau da muss ich mich aufpassen, nicht, dass die wieder die Runde weg ist. Ansonsten stehen wir gleich ganz am Ende und das ohne Zeit. Und wir müssen dann auch im Rennen aufpassen am Sonntag, weil ne, das kann bedeuten im Rennen, dass wir vielleicht unsere Zeitstrafe holen könnten, werden, wie auch immer. Und wie gesagt, ich habe eben sogar die Fahrt rausgenommen und bin nicht mal eine ganze halbe Sekunde hinter Alexander Albon. Also, aber das ärgert mich gerade so ein bisschen. Das ist jetzt, wie gesagt, die dritte Runde oder vierte Runde in Folge, die uns da gecancelt wurde. Und ich versuche es und versuche es und versuche es und krieg's nicht hin. Ja, Jeff nervt mich gerade wirklich nicht. Ja, wir müssen halt irgendwo nochmal eine Zeit setzen. Der erste Satz, wie gesagt, wenn der jetzt hier durch ist, dann war es da schon. Jamie am Ende ohne Zeit.
Und jetzt hat natürlich ein Problem. Jetzt haben wir, okay, der geht in die Box. Ich wollte gerade sagen, wir hätten noch ein Problem. Wir haben noch einen Alpha Tauri, der jetzt sich vor uns gemogelt hat. Aber jetzt geht's eigentlich. So, probieren wir's. Nochmal neu anzusetzen. Norris, der hat aber richtig schöne Karre fährt. Ich hoffe, dass der Flügel jetzt nicht beschädigt ist, weil das war nämlich sehr, sehr eng auf einmal. Wobei, da, wenn ich ehrlich bin, hätte ich auch aufpassen müssen, weil ich sehe, dass so ein Auto kommt. Ich wollte doch davor irgendwo. Start des Frontflügel. We have no rival at this time. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Ja, alles gut. Ja, wir müssen eine Runde fahren. Wir müssen jetzt eine Runde Minimum liefern, die gut genug ist. Weil wir haben noch keine Zeit und wir haben jetzt schon 10 Minuten weg. Was heute noch nicht dramatisch wäre. Aber ich wäre halt gut, um zu wissen, wo sind wir im Vergleich zum Teamkollegen. Teamkollege. There's static over the radio. Say again. Teamkollege. Say that again. We're having trouble receiving. Status Teamkollege. They're in third. Their best lap time is a 1:26.1. Also Dritter, also auf jeden Fall 26.1 ist er gefahren. Status Teamkollege. Didn't catch that. Say again. Na, ist aber so nicht rumgekommen. Bis seit Sektor 1 jetzt kann es funktionieren, aber das kann aus. Ich kann es ganz schön wieder drehen. Max, haut doch mal eine Bestzeit raus. Status Teamkollege. They're in fourth. Their best lap time is a 1:26.1. Ja, 26.1, also habe ich doch richtig gehört. Und da wollen wir natürlich hin. Ich habe jetzt natürlich nicht gesehen, dass Max Verstappen gefahren ist da oben. So, kriegen wir es jetzt gebacken oder was läuft. Sektor 1 und 2 war bombig. Da haben sie. 23,6. Wer ist Zeit? Fahrer hinter mir. Verstappen ist behind you. Their best lap time is a 0,7 Sekunden haben wir Vorsprung. Wir haben eine Zeit rausgeknallt, die funktioniert auf einmal. Oh, ja. Da war ich schon mal umstellen, gerade nur schnell und hab das mal vergessen. Oh, da kommt eine Kurve. So, den Latifi mal vorbei. Aber wir haben auf jeden Fall eine neue Bestzeit rausgehauen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Es hat auf einmal funktioniert. Also, wir haben... Ja, Lewis ist momentan nur Sechster, glaube ich, soweit ich weiß. Status im Kollege. They're in sixth. Their best lap time is a 1:26.0. Aber der ist bestimmt auf Medium unterwegs. Da bin ich mir fast sicher, dass der auf einer langsamen Strecke unterwegs ist. Weil ich bin auf einmal 2,4 Sekunden schneller als er und er ist... Wir sind auf Medium oder auf Hard unterwegs. Yes! Go for it! Da ist nämlich... Ja, da kommen sie nämlich. Könnte Verstappen und könnte Hamilton sein, die da uns. Albon und Hamilton. Ich lasse jetzt gerade mal kurz eben beide ziehen. Albon ist es und dann ist Lewis dahinter. Also, eine Runde hat es gereicht. 23 auf jeden 23,6 neue absolute Bestzeit im Mercedes hier heute für uns. Ja, das erste freie Training war ein bisschen verkorkst, das ist klar, aber das zweite hat dann mit diesem dritten Platz gut funktioniert.
Und dann noch einmal so dieses. Dann fing das dritte freie Training. Ich dachte mir, ah, das. Müssen wir aufpassen, nicht allzu schnell. Weil wir machen nämlich jetzt definitiv einen kleinen Cut. Weil ich werde jetzt auch die Zeit nicht mehr runterlaufen lassen. Weil wir keine Zeit mehr für die Länge der Folge haben, wegen der Länge der Folge haben. So. Reicht. Passt. Ist halt leider nur kurz gewesen, ja, wir haben dreimal Track Limits überschritten. Dementsprechend seid mir nicht böse. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Verstappen und Sebastian Vettel. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So ist es. Und damit sind wir heute auch durch mit dem freien Training, liebe Leute. Ja, sorry. Das hat jetzt heute ein bisschen länger gedauert, als ich fast gedacht hatte. Und dann sind wir durch. Das Qualifying, das sehen wir uns dann morgen an. Das kurze Qualifying. Das sind dann eh nur 18 Minuten. Und jo. Dauert jetzt natürlich wieder kein Moment, sonst werde ich jetzt mit dem Laden hier. Ja, ich würde sagen, wir machen schon mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt, morgen um 14 Uhr dann mit dem kurzen Qualifying hier aus Australien. Der Auftakt unserer neuen Fahrerkarriere. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr dabei sein würdet. Ciao!